Wir sind die Sendung, die sagt, ja, es geht aufwärts mit Deutschland. Und wir haben es gestern und heute alle mit Freunden vernommen. Der Euro, unser Euro, den viele ein bisschen kritisch gesehen haben, ist so stark, er ist jetzt schon ein bisschen stärker als der Dollar. Der Euro ist jetzt so stark, die ersten Ossis sind jetzt bereit, ihre D-Mark umzutauschen. Ja, es wird so einfach, wenn Sie mit dem umrechnen. Amerika-Urlaub wird so billig. Amerika-Urlaub wird so unglaublich billig, Sie kriegen im Grunde noch was raus. Ja? Es ist so, 1 Euro gleich 1 Dollar und bald auch gleich 1 T-Aktie. Harold Charlotte and the Rummies! Heute Abend, meine Damen und Herren, wieder mal ein Traumprogramm. Ein Traumprogramm heute Abend. Und ich habe absolut. Also sehen, diese Geste hier hat man lange nicht gesehen. Ja, hat man lange nicht gesehen. Du bist doch Tee-Fan. Ja, ich bin Tee-Fan. I love Ron. Hier, gibt es Neues von Ron? Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, kurz nach 18 Uhr. Ich guck gerade. I love Ron. Wird Ron es schaffen? Sommer tritt zurück. Nein. Sommer tritt zurück. I love Ron trotzdem. Ja, ja, gut, aber zu spät. Er tritt zurück. Wie viel? Was? Wie viel? Ablöse, Abfindung, Übergangshilfe. Ja, ja, puh. Das Fahrzeug mit der Ablösung Telefon von Ron Sommer ist beendet. Keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat mehr möglich. Brandaktuell. Für Sie zu Hause jetzt natürlich schon durchgehäckelt in den Tagesthemen, im Heute-Journal und so weiter. Aber wir um 18 Uhr, für uns ist das neu. Ja, dann können wir das auch. Steht auch, wer der Nachfolger wird. Macht es der Kanzler selber? Macht es Münti? Wer macht es? Danke, Sven. Der gilt als Übergangskandidat und damit also Tänzer. Herr Tänzer. Notlösung. Notlösung? Das ist aber auch nicht schön, wenn man als neuer Chef der Telekom mit, das ist unsere Notlösung, vorgestellt wird. Nein, wer Sommer an der Spitze der Telekom ablösen wird, muss der Aufsichtsrat noch entscheiden. Aha. Also erst haben Sie, oder erst hat Herr Sommer seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja. Und jetzt entscheiden Sie, wer es wird. Was macht Ron Sommer jetzt? Bei dem Fernsehgeschäft? Insider-Information. Bitte? In seiner was? Ja, das sind Insider-Spiele, verstehst du? Ach so, ja. Das ist für die Zuschauer zu Hause jetzt besonders fesselnd, uns zu sehen. Ja, ich bin ganz irritiert, dass er zurücktritt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte auch gedacht, er zieht es durch, aber gut, okay. Ja, ich denke, er ist so ein toller Machermanager und ihr kriegt mich nicht weg. Warum tritt er denn jetzt zurück? Du weißt ja nicht, wie es dazugeht in so einer Vorstandssitzung, in so einer Aufsichtsratssitzung. Oder? Instrumente zeigen, oder? Ron! Wir haben nichts dagegen, wenn du bleibst. Du hast mich nie in dein Haus eingeladen, um zu telefonieren. Wie viel? Aber wer ist der Pate im Aufsichtsrat? Und vor allen Dingen, kriegt Ron Cash oder kriegt er T-Aktien? Häufig werden ja solche Deals dann auch bei Firmenübernahmen oder sowas in Aktien abgewickelt. Naja, ja? Ich meine, die schießt wahrscheinlich jetzt in die Höhe, ne? Könnte sein. Ja. Könnte sein. Vielleicht macht es Lothar Späth. Ach, oh, Lothar Späth wird immer mehr zum. 48 Mal habe ich ihn gestern gesehen in den Nachrichten. Ja. Ja, und zwar das Interessante ist, ich habe festgestellt, das Wichtigste, Lothar will die Lippen erst wieder rausfahren, wenn er Minister ist. So. Das geht aber voll drin. Ja. Und. Und das war so toll. Lothar sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und starrt auf die Titelseite der FAZ. Echt? Ja, das habe ich gestern gesehen. Und zwar mit der Handkamera. Geht doch mal bitte so im Halbkreis, so hier rum. So wurde das gestern gezeigt. Immer wenn es hieß, kann Superminister Späth das retten, dann saß er so da, ja, und dann sahst du die Handkamera so um ihn rumgehen und er guckte auf das Titelblatt der FAZ.
Faszinierend. Ja, faszinierend. Der sitzt in seinem Büro, liest in der FAZ, wo werde ich überall gebraucht. Hier, ja. Und dann sagt er irgendwie, Leute, hört mal, da brauche ich ein Start-up-Unternehmen. Oder da muss ein paar junge Leute ran, dann brauche ich ein Adventure, dann brauche ich ein Joint Venture und so. Und ich weiß, wie ich damals noch eine Statue aufstellen wollte von meinem alten Freund Frank Stella. Und da habe ich gesagt, hör mal, Frank, das werden die Leute da in Jena nicht ohne weiteres akzeptieren. Dann kommst du mal rüber, haben wir ein Statue aufgestellt. Und spät kann sein, dass Lothar Späth vielleicht halbtags die Telekom rettet. Ja. Halbtags, dass er tagsüber Superminister ist für Burger, Wirtschaft, Hormonschweine. Burger? Ach so, Burger. Ja. Nicht Burger. Burger. Bitte? Burger. Nein, nicht Burger. Wieso denn Burger? Ja, Burger. Unsere Nahrung ist so versaut. Ach so, ja, aber nicht die Burger, sondern die Schweine. Ja, aber der Schwein wandert ja in den Burger. Ja, der Burger, das heißt, Moment, doch, na, Moment, wer ja. weiß das schon? Ja, der Burger ist, doch rein, Burger ist doch Rindfleisch. Der Burger ist Rindfleisch, der Burger und das ist rein. Rindfleisch ist ja sauber. Ja, eben. Ja, es kommt jetzt nämlich von Renate, ich habe immer gute Laune, Kühnast. Ja? Wieso war die nicht bei Christiansen? Achso, du musst die Stelle kontrollieren. Ja? Ich habe bei Christiansen gesehen, Stolpe hat es irgendwie mit dem Magen. Ja. Der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident, habe ich bei was war eigentlich bei Christiansen diesmal das Thema? Ist ja wurscht, oder? Hauptsache, man unterhält sich gut. Arbeitslosigkeit, Antistrategien. Kann ja. Lothar Späth uns retten? Und da sehe ich, und Stolpe muss irgendwie ein bisschen Druck auf den Magen haben. Schauen Sie mal rein. Die Ratskommission hat, wie ich finde, einen hochinteressanten Entwurf in der Mache. Und ich plädiere übrigens dafür, ihn zusammenzulassen. Also die Teile, die fördern heißen, drin zu lassen, aber auch die Teile, die fordern heißen, drin zu lassen. Das heißt, dass eben einerseits eine enorme Chance geboten wird, Arbeitslosen, die zum Beispiel über Zeitarbeit in einer Übergangsbeschäftigung ganz neu eine neue Beschäftigung finden können. Das war nicht irgendwie so, was soll denn das Geschwätz, sondern das kam vom Magen. Und wer war der Herr davor, der so lange gesprochen hat mit diesen lockeren Haaren? War doch eingeblendet, Herr Gerster. Herr Gerster. Aber wer ist Herr Gerster? Ist er nur einfach Herr Gerster? Na, Herr Gerster ist der Vorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit. Ja, bitte, das ist ein Nebenjob. Was ist im Hauptberuf? Bruder von Frau Gerster. Natürlich! Bruder von Frau Gerster. Ja. Und die ist ja wiederum Madame Pisa. Ja, und die Frau von, nicht Herrn Gerster, sondern der heißt anders, ne? Ja, wie heißt der Mann von Petra Gerster? Ich mache es. Heißt er A. Frankfurter? Heißt er B. Pariser? Heißt er C. Münchner? Oder heißt er D. Nürnberger? Er heißt Nürnberger. Wo haben Sie sich kennengelernt? Das muss man wissen. Das war ja nicht irgendwie so eine Party oder so, sondern wo haben Sie sich kennengelernt? Wo hat Petra Gerster ihren Mann kennengelernt? In der Kantine des ZDF am Nein, nein, bitte, 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 bitte. Auslandsjob? Ja. Oh, Frankreich? Ja. In einem Museum in Paris. Ach, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, Sie haben sich doch über Heiratsannonce kennengelernt. Das weiß man nun wirklich. Das steht in jedem der 8 Interviews täglich. Ja? In einer Heiratsannonce. Und der Treffpunkt war, ich glaube, in einem Museum in Paris. Sehr romantisch. Absolut. Ja. Finden Sie es nicht romantisch, ein Museum? Ja, natürlich. Ich habe doch gesagt, sehr romantisch. Ja, natürlich. Das klang so ironisch. Nein. Meine Damen und Herren, noch stehen wir unter diesem lähmenden Schock des Rücktritts von Ron Sommer. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er zieht durch. Ja, natürlich. Ja? Aber zumindest etwas, was man einigermaßen nachvollziehen kann. Ja? Ich muss ehrlich sagen, für mich wird die gesamte Weltpolitik immer weniger nachvollziehbar. Weder kann ich teilweise die kriegsführenden Parteien voneinander unterscheiden, noch weiß ich, wo sie sind, noch weiß ich, warum es kracht. Aber seit dem Wochenende gibt es endlich einen Konflikt, den ich begriffen habe. Toll. Wo ich sage, ja, das kann man verstehen, dass da zwei Weltmächte gegeneinander rauschen. Das ist etwas, wo es sich lohnt, wo ich sagen würde, wenn ich eines der Söhne einer dieser beiden Länder wäre, würde ich auch die Uniform anziehen und kämpfen, meine Damen und Herren. Ich sage nur, die Petersilie-Insel. Haben Sie gesehen, wie die aussieht? Das ist die Petersilie-Insel. Zwischen Spanien und Marokko, eigentlich schon vor Marokko. Hier, dieses Weinbaugebiet, Skipässe, eine Touristenidylle, es gibt Erdöl, es gibt Gold, die Kinder dort schreiben nur Einsen. Ja? Pisa weiß man nicht mal, wie es buchstabiert wird. Ja? Und um dieses Paradies kämpfen jetzt Spanien
und Marokko. Das heißt, klar, sie kämpft noch nicht, oder? Nee, aber die Marokkaner haben es besetzt. Sie, ja, finden es als ihres und die Spanier auch. Und ja, die haben jetzt Kanonenboote auffahren lassen. Die Spanier? Ja. Kanonenboote? Kanonenboote. Mit echten Kanonen drauf? Ja, na klar. Das heißt, die Spanier sind bereit zu schießen für, ja, dieses zugegebenermaßen am achten Tag erschaffene, ja, Paradies. Ja, aber es geht ja nur auch um... Ist das ein spanisches Kanonenboot? Ja, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt kommt, aber... Was ist das denn? Das ist vielleicht der falsche Dampfer, auf dem die Telekom war. Was ist das für ein Schiff? Da hatte oben einer einen schnellen Finger. Das ist ein anderes Kanonenboot. Ein deutsches? Ein deutsches. Der Panther. So hieß das? Ja. Panthersprung von Agadir, ganz berühmt, 1911. Das heißt? Kanonenbootpolitik des Kaisers. Das war damals noch Wilhelm II. Absolut. Der dann nach Holland gehen musste? Ja, aber, ja, später, 7 Jahre. Und was hieß Kanonenbootpolitik? Das hieß Durchsetzung von politischen Interessen mittels, wir schicken mal schnell ein Kanonenboot hin. Hat das was genutzt? Ja. Wahrscheinlich haben die Spanier in den Geschichtsbüchern nachgeguckt. Schauen wir schnell nach, was die Deutschen in solchen Fällen machen. Ja. Und dann. Ist Spanien in der NATO? Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Ist Marokko in der NATO? Nein. Nein, noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Auseinandersetzung 25 Jahre dauert. Ja. Und dann tritt Marokko auch der NATO bei. Klar. So wie mit den Russen damals. Da war man ja auch erst, hat man sich missverstanden und so weiter. Du meinst kalter Krieg mit Marokko? Soll ich diesen Gag jetzt bringen? Geht das bei diesen Temperaturen oder wie? Nein. Ja, welchen? Na, ich habe besser. Ich hoffe, die marokkanische Luftwaffe bleibt auf dem Teppich. Oh. Was liest eigentlich Lothar Späth den ganzen Tag auf der Titelseite der FAZ? Die Kommentare und die Berichte. Nur vorne drauf. Ja. Innen, Feuilleton, Sport und, ja, so weiter, der Blick aus Zürich und so, das interessiert ihn alles gar nicht, Deutschland und die Welt. Nein, mit Sicherheit nicht. Er sagt übrigens immer, wir brauchen einen Versuch. Wir brauchen einen Versuch. Ich muss doch, wenn ich ein Unternehmen führe, als Start-up-Unternehmen, wenn ich hingehe und sage, Leute, da habt ihr eine Chance. Und wir hatten einen Professor, einer unserer zahlreichen Professoren, die uns jeden Abend sehen, ja, geschrieben. Diese Analyse von einer Universität, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube Paderborn oder so, eine Analyse, warum Leute aus dem süddeutschen Raum, auch ich zähle dazu, ja, nicht sagen, wir brauchen ein Unternehmen, sondern wir brauchen ein Unternehmen. Aber das sagt der Kanzler doch auch. Eine dolle Sache hier. Eine dolle Sache, aber der Kanzler spricht ja sozusagen, wie er schreibt, nämlich durchgehend. Der Kanzler macht ja keine Pause zwischen den Wörtern. Aber wenn der Kanzler eine dolle Sache, dann ist das dieses norddeutsche N. Während es bei Lothar diese Angst des Süddeutschen ist, eine zu sagen. Sich bei dem EI, ist das ein Umlaut? Ja. Zu verraten. Haus. Ja, Haus. Eine Firma. Wir brauchen eine Firma. Und die Süddeutschen glauben, das klingt hochdeutsch. Ach so. Ja. Wir brauchen eine Firma. Wir sollten mal Lothar Späth eine Rede aufmachen und jedes Mal, wenn du sagt, 5 Mark in Schweinderl. Oder 5 Euro. Noch, ja, besser. Gibt es eigentlich 5-Euro-Stück? Nein. Nee, es gibt nur 5-Euro-Schein. Ja, eben. Ja. Wir, klar, brauchen ein Start-up-Unternehmen. Ist doch ganz klar, wenn ich jetzt rangehe mit einer Harz-Kommission erstmal Versprechungen mache, dass ich das eine Weile erstmal testen musste, bevor ich sagen kann, Leute, das hat einen Wert oder auch nicht. Ich muss doch erstmal sagen, Leute, wir haben einen Aufschwung, aber ihr seid nicht mehr dabei. Das ist eine harte Sache, aber die verstehen es, wenn ich ihnen persönlich sage. Und dann kommt es wieder FAZ. Ermittlung gegen Priester, meine Kirche. Ich habe ein Rätsel für dich. Ja? Was, das ist auch für Sie zu Hause immer interessant. Was ist das hier? Ich habe Kopfschmerzen und nehme kein Aspirin. Nein. Teilnehmer eines Straßenfests in Speyer, das live vom Südwestfernsehen übertragen wird. Ach ja. Ja, weil die Bühne so aufgebaut ist, dass sie 3 Stunden in die Sonne gucken müssen. Habe ich am Freitag gesehen. Und
Und da stand Tony Marshall oben mit seinem Sohn, ja, immer noch, alle Freunde, mit den alten Gesten, mein Herz, Freunde, ja, und sang, Tony Marshall ist übrigens blond. Ja, was denn sonst? Ja, früher war er mal schwarz. Echt? Ja, ganz blond, alle durchgehend, alles blond, hier, ganze, komplette, volle Haar, alles blond. Und er sang mit seinem Sohn einen Song, der hieß, und wir werden Weltmeister. Das hat mich sehr irritiert. Entweder war es eine sehr alte Aufzeichnung, ja. Oder Tony hat falsch getextet. Ja. Projekt 0406. Ja, genau. Und die Leute, die Hand so frei hatten, machten unten so mit dem Feuerzeug bei Tageslicht. Weil sie sagten, man spielt mal wieder Fußball, wie es früher einmal war. Bitte nicht, Tony. Ja, Fußball, wie es früher einmal war. Und er sang mit seinem Sohn mit schönen alten Gesten. Und dann wurde Speyer vorgestellt. Brezel Speyer und Wein Speyer und Kopfflaster. 4 Stunden lang. Ja, ist doch schön. Fantastisch. Ich war noch nie in Speyer. Ich auch nicht, aber man sollte mal hin. Ja. Das ist eine Geschichte. Und den Altkanzler habe ich auch gesehen, auf einer Wiederholung bei Sandra Maischberger. Ah ja. Ja, wurde befragt zu Heiner Geißler. Und? Wurde sehr böse. Aber so nicht böse. Wissen Sie, der Heiner Geißler, der hat versucht, mich zu stürzen. Da führt keine Brücke mehr hin auf dieser Welt. Das hat mir sehr gefallen, obwohl es die Wiederholung vom Dezember war. Ja? Aber stand zumindest drunter. Es gibt andere Talkshows, wo Menschen zu Gast sind, die... Und da steht es nicht drunter. Ja? Und er sagt, wissen Sie, da führt keine Brücke mehr hin aus dieser Welt. Und da hat er ein Spiel gemacht mit Ronald Reagan. Du kennst Ronald Reagan? Ja, kenn ich, ja. Und er sagt, wissen Sie, wir saßen am Tisch, der Ronald Reagan und ich. Und dann sagte ich, Ron. Ja, ist wahr. Ron. Dann sagte ich, Ron, jetzt nehmen wir beide mal einen Titel. Und da schreibt jeder drauf, wer war der bedeutendste amerikanische Präsident des letzten Jahrhunderts. Neben der ausgenommen. Und was hat Ron und Helmut draufgeschrieben? Also Ron hat ich draufgeschrieben. Nein, Leben der ausgenommen. Ach so, Leben der ausgenommen. Ja. Truman und Kennedy. Truman ist richtig, aber beide haben Truman draufgeschrieben. Also. Ja, beide haben Truman draufgeschrieben, weil er Stalin durchschaut hat, hat Dr. Kohl gesagt. Ich wusste es nicht. Bis dahin war es Roosevelt. Interessiert dich das nicht, oder wie? Ja, natürlich interessiert es mich. Ja, habe ich Truman richtig geraten oder nicht? Truman hast du richtig geraten. Ja. Ich dachte, du hättest gewusst. Nein. Also, meine Damen und Herren, Sie wissen, unser großes Projekt 0406, die deutsche Mannschaft auf dem Weg zu 2 Titeln, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. 0406, Helmut! 0406, Projekt 0406, Projekt 0406. Was haben wir heute für unsere Fans draußen mitzuteilen, meine lieben Freunde? Projekt 0406? Eigentlich nichts heute. Nichts, keine Neuigkeiten? Nein. Danke, Helmut! 0406 Projekt 0406 Projekt 0406. So, heute ist die letzte Woche vor dem Urlaub, meine Damen und Herren. Donnerstag, die letzte Sendung. Dann sind Ferien bei uns. Bis 20. August kommen wir wieder. Am 20. August kommen wir wieder. Heute ist der 16.07. Ich mache mal einen Eintrag ins Klassenbuch. So, krank? Steffi. Steffi. Schwer? Kleine Lebensmittelvergiftung. Die kleine Lebensmittelvergiftung. Ach, aus unserer Kantine. Ja, was denn? Nein, nicht aus der. Was denn? Ich weiß es nicht. Würmer im Sushi. Ja, also genau ist das ja oft nicht zu lokalisieren. Prosecco veraltet. Ja, irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Nein, also sie hat keinen konkreten Grund angegeben. Mit Übergabe? Ich glaube schon. Ja. Das habe ich auch gesehen am Sonntag. Let It Bleed bei den Stones. Let It Bleed, 40 Jahre Rolling Stones. Ach, Let It Bleed. Let It Bleed. Bleed. Let It Bleed. Let It Bleed. Bleed. Und da hat ein Journalist erzählt, Keith Richards hat einem anderen Journalisten die Jacke vollgekotzt. Und der Journalist hat voller Verachtung gesagt, und dieser Kollege hat sich 2 Jahre die Jacke nicht reinigen lassen. O-Ton, stellen Sie sich das vor, die Drogenkotze von Keith Richards. Das waren die Stones. War das so bei Steffi? Ich weiß nicht, ob sie jemanden die Jacke... Spiel mal Hunky Tank Woman, oder? 40 Jahre Stones. Ich sing mal ein bisschen Hunky Tank Woman, ja, oder? Bitte. Ich weiß, wie weit ich im Text komme. Ja, okay. Dip, diddle, 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 diddle. Okay.
since a ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder. Take me upstairs for a ride. Das ist wieder die erste Strophe, weiter kann ich texten. Egal. To heave to me right across her shoulders. Besondere Vorkommnisse? Nicole von der Aufnahmeleitung hat am Freitag geheiratet und ist die erste Dame in unserem Team, die ihren Namen gewechselt hat mit der Heirat. Herzlichen Glückwunsch! Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Hat den Namen des Gatten angenommen. Den Namen des Gatten angenommen. Ganz genau. Ja. So, Nicole vom Markt geheiratet. Ja, so muss man es ja auch sehen. Natürlich. Wieder eine attraktive junge Frau, die sozusagen sagt, danke, aber ich bin verheiratet. Genau. So, heute Ron weg und Lothar mach ich mal hier ran. Ich glaube, das kommt daher, weil Lothar so lange bei NTV gearbeitet hat. Oder bei NSYNC. Bei was? Okay. Bei NSYNC? Bei NSYNC? Bei NSYNC. Er war doch nie bei NSYNC. Nein. Es war. Der Gag funktioniert jetzt gar nicht. NSYNC. So, das hätten wir erledigt. Jetzt ist es soweit. Wir gehen jetzt mal einen Schritt rüber. Vielleicht kommen Sie gerade mal. Es sieht eher aus wie bei Lothar bei NTV. Ja, genau. In diesem Talk. Wir gehen jetzt mal hier hin zu Sanna, Helmut und ach, unser Wahlergebnis. Das lesen wir nachher hier vor. Das ist übrigens toll, wo ich hier das gerade sehe. Mit der FDP geht es wieder total aufwärts. Das ist toll, finde ich. Nach diesem ganzen ärgerlichen Streit um Jürgen W. Ja? Warum? Weil die FDP seriös geworden ist. Hier, Guido. Habe ich jetzt gesehen im Spiegel. Macht Werbung für Süddeutsche.de. Ja. Im neuen Jobcenter ist jeder Kandidat. Wenn Sie einen Job suchen, vielleicht für Guido auch interessant nach dem 22. Falls Sie einen Job suchen. So, oh, das war ein schönes Mensch, ärgere dich nicht. Nicht so wie meins, einfach diese Papp-Unterlage, sondern richtig schön. Wurde das extra gebaut? Nein, das gibt's. Nein. Das vertiefen wir jetzt nicht, das Thema. Was soll das heißen? Das heißt, wir brauchen noch eine Pappunterlage. Ne? Haben wir eine? Ja, dann papp mal. Genau. Ja, nimm doch mal die Pappen, wo der Programmablauf draufsteht. Ja. So. Es ist nicht das Original, Mensch, ärgere dich nicht. Deswegen, es wird so, wie es ist, verkauft, aber unter anderem Namen.
Unter welchem denn? Um die Ecke oder so, keine Ahnung. Ja. Das Spiel heißt dann um die Ecke? Ja, genau. Wie, wenn ich in den Laden gehe und so ein tolles Spiel haben will, muss ich wissen, dass es um die Ecke heißt? Naja, du sagst halt ein großes Mensch ärgere dich nicht in Holz und dann kriegst du das halt aber um die Ecke oder so. So. Was hast du denn jetzt zerrissen? Was hast du schon hatten? Was hatten wir schon? Zeig mal. Mensch ärgere dich nicht. Mensch ärgere dich nicht. So, ja. Leg das mal drunter. Ist das irgendwie mit politischen Präferenzen verbunden, welche Farbe man hier nimmt? Nee, man kann es noch. Ist das okay, dass du rot nimmst? Wir können das auch drehen. Nee, ich bin der Ding. Aber ich finde grün gut. Ja, ich Susanna, gelb ist okay. Ja. Ich nehme schwarz. Jetzt wird gewürfelt. Also welche beiden Parteien? Würfel. Ja, toll, ne? Welche beiden Parteien am Ende vorne liegen, bilden die Koalition der Bundestagswahl. Okay. Ja? Obwohl du eine interessante These gelesen hast, dass es eh schon klar ist, welche Parteien das nur sein können. Klar nicht, aber es wäre das Beste für Deutschland. Das wäre was? Schwarz-Grün. Das Beste für Deutschland? Das Beste für Deutschland. Wie, das Beste für Deutschland? Das Beste für Deutschland. Ja, warum? Weil es diese Mischung aus die Grünen als Power-Reform-Partei und dieses konservative Element der Schwarzen bringen Deutschland noch aus dem Sumpf heraus. Spaßpartei nicht und die Roten sowieso nicht. Toll, das sieht aus wie so eine, in so einer Ärztesendung im Bayerischen Rundfunk. Sitzt auch jemand so an den Tisch, oder? Herr Zerlett, morgen ging es bei Ihnen los mit den Störungen. Habe ich euch schon von meiner Darmspiegelung erzählt? Helmut hatte gestern eine Darmspiegelung übrigens. Muss man sagen, vorbildlich. Mit Schlafspritze? Ich habe nichts gemerkt. Null. Sag, ist es fantastisch? Das ist, das können Sie jeden Tag machen. Es ist das harmloseste, was es gibt. Ich habe direkt noch eine Magenspiegelung zusätzlich gemacht. Ja, ich auch, Magen-Darm. Jetzt geht's auch mal hin, ja. Es ist du merkst ja nichts. Das einzige bisschen Unangenehme ist diese Brühe, die man vorher trinken muss, damit der Darm geräumt wird, oder? Ach ja, es geht, die war nicht so schlimm. Die sagten, man soll 5 Brausetabletten reintun, damit sie schmeckt. Ich habe die so getrunken, war okay. Ja. Weißt du, unangenehm war, ich konnte nichts essen halt. Ja, und wie viel Uhr musst du anfangen mit dem Trinken? Mit dem Trinken um 5 Uhr abends. Ja. Und ab mittags durfte ich nichts mehr essen. So. Das war irgendwie scheiße. Und war alles okay? Alles wunderbar. Eins, was sie gefunden haben, ein Divertikel. Was ist denn das? Wusste ich auch nicht bis dahin. Was ist ein Divertikel? Das ist so eine Art Blase. Im Darm? Im Darm. Ist aber nicht schlimm. Hat man die weggemacht? Nö. Die ist aber nach außen. So, das ist wie so ein Blinddarm, so ein kleiner. Aber war kein Blinddarm, sondern ist... Also sagt, in 8 Jahren soll ich nochmal wiederkommen. Also in 8 Jahren? Kann nicht so schlimm sein. In 8 Jahren, meine Damen und Herren. Müssen wir würfeln, wer anfängt oder in welche Reihenfolge? Ja, na klar müssen wir es würfeln. Oder der Jüngste fängt an. Ja, okay. Susanna. Ja. Das heißt dreimal... 6, ja, Wahnsinn. Raus. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nicht so schnell. Sonst Wahnsinn. Sorry. Wie nicht so schnell? Ganz langsam. Ja, müssen jetzt langsam spielen, damit es zum Ende der Sendung reicht. Kurti. Nein, damit es auch die Zuschauer zu Hause so mitbekommen. Ja, in der stimmt. Probe waren wir zu schnell. Ja, 1, 2. Darf's nochmal. Am Anfang? Dreimal. Schön, dass wir uns wieder einmal hier treffen. In der Skihütte beim Kurtelwirt. 6! Ja. 6. Was ist das denn mit Magnet? Toll, ne? Das ist ja unglaublich. Ja. Das kann sich doch der normale Werktätige gar nicht leisten. Naja. Da also brauche ich doch ein überdurchschnittliches Einkommen, dass mir Magnetmenschen nicht kaufen können. Oder? So, jetzt darf ich nochmal? Ja. Ob's nochmal. Boah! Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm! Das ist doch getürkt. Zeig mir den Würfel. Ehrlich nicht. 4. Du musst frei machen, ne? Ja, genau. Ja, die Regeln sind knallhart. Ja, man ja, muss klar, frei natürlich. Machen. Man muss frei machen. Sagt man halt. Und der hat keinen Divertikel. Ja, nee. Ja, wer weiß. Ich dachte erst, aber das wäre so eine kleine Kammermusik von Mozart. Das heißt Divertimento. Hey. Ja. Ah, ja. Ja, der hat mir das auch erstmal erklären müssen. Aber das ist toll, wie er das erklärt. Da hat er dann so eine Grafik da mit dem Darm. Nachdem hat mir auch gezeigt, wo er überall drin war. Ja. Ich bin nämlich wach geworden und war wieder angezogen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich jemand angezogen hat. Ja, nee, das ist toll. Man liegt in so einem kleinen Ruheraum, ist wach, ist wieder angezogen. Wunderschön. Ja. Mit getäfelten Wänden. Ja. Aber mir war dann schon schnell langweilig. Ja? Und nach 5 Minuten habe ich gedacht, was liege ich hier rum? Ja, aber du bist ja nicht etwa mit dem Auto nach Hause gefahren. Nee, 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 meine Frau hat mich abgeholt. Ja. Aber ich war so fit, fitter als heute. Ja, das ist der Selbsttäuschung. Man braucht einen Tag, bis man wieder runterkommt. Mhm. So. Du bist dran. Ja. Du bist dran. Nee. 1. Doch. Doch. So, du kommst. Und da kann man wirklich die politische Großwetterlage rauslesen? Ja, also im Moment ist Rot-Grün ganz weit, obwohl, also Schwarz ist, also keine Chance für die CDU im Moment. Ja. Oh Mann.
bin Guido. Na, aber du hast also. Das wird übersprungen. Das wird übersprungen. Jetzt geht's schon los. Stell dir mal wieder dahin. Stell dir mal wieder dahin. Ja, Moment. Vielleicht spielt man das in anderen Ländern so. Ja, aber das ist, wir spielen hier in Deutschland und da zählen deutsche Regeln. Also das wird natürlich mit. Ausländerfeindliche Tendenz. Ja, nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein. Ist ja gut. Ist das eine Übergangsjacke? Übergang von was? Woher? Wo stand am Wochenende der Begriff Übergangsjacke? In dem Artikel von Max Gold über den 11. September 01. Max Gold in einem sensationellen Artikel in der Samstagsbeiler der Süddeutschen Zeitung. Kommt jetzt bald ein neues Buch raus. Ja, Tagebuchaufzeichnungen aus dem Oktober letzten Sensationell. Wie er den 11. September, Sie wissen, letztes Jahr erlebt hat. Ja, genau. Ja. Ja. Er wollte sich eine Übergangsjacke kaufen und wusste nicht, ob man noch Übergangsjacke sagen darf in den Zeiten des Übergangs, auch des politischen Übergangs. Genau. Und er hat tiefes Mitleid gehabt an diesem Tag. Mit wem? Steht in diesem Artikel. Ja, mit den, sag's doch selber. Mit den Opfern? Ja, genau. Und? Mit den Kommentar-Wix-Maschinen. Ein Max-Gold-Ausdruck, ein genialer Max-Gold-Ausdruck, die Kommentar-Wix-Maschine, die sozusagen neben ihrem Telefon sitzt mit einem Zettel, wo sie den Kommentar schon drauf geschrieben hat und darauf wartet, dass sie angerufen wird, um einen als Kommentar-Wix-Maschine in Kraft zu treten. Der zweite geniale Begriff von vielen, vielen, aber der erste geniale Begriff von Max Gold ist welcher? Übergangsjacke? Nein, Infotainment-Muschi. Ach so, in der Vergangenheit. Die Infotainment-Muschi und die Kommentar-Wix-Maschine. Zwei sensationelle Max-Gold-Begriffe. Von Bernhardschem Maße. Absolut, eigentlich besser. Und er hat gesagt, völlig zu Recht hat sich zum Beispiel Gräfin Gloria nicht dafür entschuldigt, dass sie gesagt hat, der schwarze Schnacksel gern. Ja. Es gibt keinen Grund. Wer müsste sich entschuldigen? Das ist kein schwieriger Grund, schreibt Max Gold. Er schreibt, es gäbe zum Beispiel. Also bei den Afrikanern kann man sich natürlich nicht entschuldigen, weil die sehen die Sendung nicht. Genau. Was wäre zum Beispiel ein Grund, wo sich jemand zu Recht entschuldigen müsste? Wenn zum Beispiel der deutsche Außenminister einen Staatsbesuch macht. Nein, und zuerst zur Queen was sagen würde? Moment, dass er die Hose aufmacht. Nein, das ist das Zweite. Wenn er als erstes sagen würde, hallo, du alte Zonenbraut. Ja. Aber das wäre auch noch kein Grund, sich zu entschuldigen. Nein, weil das wäre flapsig, aber nicht. Vielleicht, ja. Aber ein Grund zu entschuldigen wäre sich, wenn er dann beim Raustreten aus dem Flugzeug auf der Gangway seine Hose öffnet. Moment, und überraschenderweise von der Queen persönlich abgeholt würde. Ganz genau, und nicht von einem Vertreter. Die Queen ihm entgegengeht auf der Gangway, er überraschend seine Hose öffnet und ihr ins Gesicht uriniert. Ja. Da hat er recht. Da muss man sich entschuldigen. Ein sensationeller Artikel von Max Gold, wirklich wahr. Samstagsbeilage der Süddeutschen Zeitung und demnächst auch in einem Buch. Ja. Wir sagen das gerne. Natürlich. Er wird nie bei uns zu Gast sein, er mag nicht solche Shows. Er ist absolut grandios. Die Kommentar-Wix-Maschinen. Und er hat auch beobachtet, was ist der einzige Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse in der Bahn? In der zweiten Klasse sind die nervigen Familien. Nee, Moment, ersten Klasse lächeln sich die Leute wissend zu, wenn der Schaffner eine Durchsage auf Englisch macht. Ebenfalls genial beobachtet. Kommentar-Wix-Maschinen. Es ist eigentlich von uns ungerecht, denn wir haben oft Kommentar-Wix-Maschinen zu Gast. Ja, aber. Ohne Infotainment-Muschis können wir die Sendung dicht machen. Aber trotzdem liest man es gerne, wenn es anders ist. Selbstverständlich, wir können es ja in Zukunft einblenden. Ja, es war ein genialer Artikel. Er schreibt, der erste, den er gesehen hat, war Angela Merkel am 11. September zum Interview. Ja. Und was hat sie gesagt? Ich habe den nicht auswendig gelernt. Es war genial. Ich habe ihn einmal gelesen, es war genial. Er hat geschrieben, Angela Merkel hat gesagt, was Angela Merkel halt so sagt, wenn Terroristen in Hochhäuser fliegen. So, jetzt bin ich dran. So. Ja, super. So, jetzt schmeiße ich dich nämlich raus. Also, da musst du erstmal eine 6 würfeln. Ja, klar, aber ich habe ja 3 Chancen. Das ist Münti. Ja. Wer geht denn hinten? Gerd, hinter Münti. Ach, Münti wird vorgeschickt. Ja, erstmal sehen, was mit Münti passiert. Okay. Ja. Dann kommt jetzt. Hast du den Artikel über Günther Anders auch gelesen? Hast du den gelesen? In der FAZ hast du ihn gelesen? Nee. Günther Anders? Nö. Du kennst doch Günther Anders? Ja. Wer ist Günther Anders? Ja, halt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Das ist doch Christian Anders. Sehr gut, ich wollte dich testen. Ja. Thomas Anders hast du gesagt. Thomas Anders? Oh,
Hast du noch ein Bier? Was ist das für ein Bier? Ein Bier, Rothaus. Nee, danke, mir ist ein bisschen übel. Rothauspilz. Das ist toll aus dem Schwarzwald. Ja, du nimmst eins? Ich darf ja wieder. Du auch, Susanna? Der Artikel über Günther Anders ist auch Weltklasse. Hast du nicht gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Er wäre absolut ein Rundumschlag. Du kannst alles wegschmeißen. Heidegger, alles. Und die beste Stelle ist, Günther Anders wollte Hannah Arendt in den Zoo einladen, ja, um ihr die Murmeltiere zu zeigen. Und Hannah Arendt hat gesagt, ich interessiere mich nur für Menschen. Da war Günther Anders sauer. Hast du das gewusst? Nein. Hast du das gewusst, dass Hannah Arendt sich nicht für Murmeltiere interessiert? Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auch neu. Ich möchte mal wissen, ob es irgendeine von den Kommentarwix-Maschinen gewusst hätte. Ja, zum Beispiel. Mit Sicherheit. Wir rufen nachher euch. Wer ist dran? Manuel. Ich bin dran. Er soll sich ja jetzt rausschmeißen. Ja, genau. Oder Münti sozusagen. Ja. Lothar kommt jetzt raus. Wer ist Lothar? Ha, siehst du? Ja. Dengel. So, und jetzt? Ein solider Einstieg. Jetzt kommst du nochmal. Sechs. Zählt das, wenn es hier dagegen stößt? Bitte? Zählt das, wenn es hier dagegen stößt? Ja, es zählt nicht, wenn es hier so kippt ist, weißt du? So ein Christian Anders habe ich neulich gesehen bei Ingo Dubinski in der Musikbox am Nachmittag. Ja, und er hat kein eigenes Video mehr. Er durfte freundlicherweise das von 9 Live zeigen. Da wurde es aufgezeichnet, morgen in so einer Gartendeko. Ach so. Guck mal hier, die Grünen sind hier offen. Passagier, oh Maria, ich hab dich lieb. Jetzt muss Gerd aufpassen, Joschka ist hinter ihm her. Ja, das ist Renate Künast. Renate Künast. Das ist Renate Künast? Mhm. Guck mal hier, jetzt kommt auch Ede raus. Und freimachen, so. Schon wieder sechs. Boah. Günther Anders, Thomas Anders, Christian Anders. Das wäre mal was für Günther Jauch. Von wem stammt der Satz, es fährt ein Zug nach nirgendwo? Günther Anders, Christian Anders, Thomas Anders. Oder ganz wer anders? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist eine interessante Position, weil jetzt bist du eingeklemmt zwischen Lothar und Ede. Ja. Und hast auch noch Renate Künast im Rücken. Spannende, eigentlich eine klassische Runde bei Christiansen. Wer ist dran? Ich würfel und du musst Angst haben. Du hast ich überhaupt keine Angst, du fieberst gar nicht mit. Naja, diese Spiele sind für mich irgendwie nur so Vehikel. Okay. So. Tja, nix. Ja. Na, es geht Lothar weiter nach vorne. Okay. Du musst. Angst, Was denn? Wieso ist das ein taktischer Fehler? Ja, mach mal. Wieso ist das ein taktischer Fehler? Weil man muss immer mit dem Ersten, sobald wir sind gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Willst du Kaffee mit was Milch bei? Ja, gerne. Also ich kann ziehen, mit welchem ich will. Natürlich, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da brauche ich nur eine sechs, ist doch wunderbar. Oh, nee. Oh, sehr gut. Oh, guck dir das. Sehr interessante Konstellation. Ja! Yeah. Jetzt kommt Peter Klotz. Ja. Überraschend wieder mobilisiert. Oder vielleicht LAFO. Habe ich in Umfragen gelesen. Ach, ein LAFO fehlt der SPD. So ein richtig Linker. Ich muss jetzt noch irgendwo einen herbringen. Nein, du musst frei machen. Ja, danke. Bitte. Das ist natürlich jetzt sehr schwer, was man denn. Ja, man muss immer mit dem vorne ziehen. Ist das so? Ja, weil wenn du die Jungs hinten dran lässt. Okay. Ah. Oh. Oh! Wahnsinn! Das ist natürlich. Das ist symptomatisch. Die Grünen schmeißen die FDP raus. Das könnte natürlich passieren am 22. September. Absolut. Wer weiß es? Kommen wir noch zur Wahlumfrage oder machen wir die heute nicht? Ja, klar, machen wir heute die Wahlumfrage. Nein, du musst frei machen. Ach, stimmt, ja. Susanne, wie lange wirkt eigentlich so eine Spritze von so einer. Die war sehr schnell vorbei. Einen Tag oder so. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall durfte ich bis heute nicht Auto fahren. Ja, ja, ist jetzt aber wichtig, sich dran zu halten, aber ist toll. Eins. Oh. Ja! Och, die roten Kegel, die grünen raus. Sehr symptomatisch. Auch wieder symptomatisch. Ja, und zwar, um sich eventuell den Weg frei zu machen für eine große Koalition. Oder für Rot-Gelb. Na, das wird nicht kommen, Rot-Gelb, oder? Gibt es auch Theoretiker, die Rot-Gelb in Erwägung ziehen? Ja, sagen wir mal Wahlumfrage. Soll Susanna mal vorlesen? Susanna, liest mal heute bitte die Wahlumfrage vor. Okay. Von unserem Studiopublikum hier, denn wir machen ja jeden Tag eine Wahlumfrage.
Ach was. Ja, ich sag das, falls uns Leute zum ersten Mal sehen. Irgend so eine Kommentarwix-Maschine oder sowas, die uns noch nie gesehen hat. Also wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Wahlberechtigte heute 244, gültige Stimmen 217 und Wahlbeteiligung 88,9%. War schon besser. Ja. Also CDU, CSU 17,5%. Oh, 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 oh. SPD. Eine herbe Enttäuschung. Ein starker Einbruch. SPD 34,6%. Oh. Grüne 14,7%. Mm. FDP 25,8%. Und PDS 7,4%. Also, ja. Rot-Gelb wählt unser Studiopublikum. Rot-Gelb. Die PDS konstant, mehr oder weniger. FDP berappelt sich wieder leicht. Ja. Ja, das war's für heute, liebe Freunde. Wer hat denn jetzt hier gewonnen? So egal. Okay, wie am 22. September. Es ist eigentlich wurscht. Genau. Es geht immer weiter, solange wir anständige deutsche Firmen wie Telekom haben und einen leistungsbereiten Mittelstand, der sagt, ich gehe auch mal Risiko ein. Mein Gast morgen Abend ist in der Filmbranche. Er heißt Bulli. Er heißt eigentlich gar nicht Bulli. Nein, er heißt, Michael Bulli Herbig. Genau, ja. Und sein Film Ein Schuh von Money to Extra Large. Kam jetzt wieder Extra Large. Extra Large. Da heißt, da sind jetzt 10 drin, die bisher nicht drin waren. Ja, 10 Minuten mehr. Gott sei Dank. Eben. Wieder im Kino, schon 100.000 Zuschauer an diesem Wochenende, meine Damen und Herren. Unser lieber Freund Bulli Herbig, morgen Abend. Das war's für heute. Dankeschön, gute Nacht. Tschüss.